Boom, Schakalaka. Hier, Ratten. Granate. Ich brauche eine Kontaktgranate. Alles andere ist doch Quatsch, Mensch. Ah, ah, ah. Jetpack, Jetpack. Block, block die Kleinen. Ja, Schrotflinte. Ich hätte gern einen zweiten Waffenslot für große Waffen. Ist das denn zu viel verlangt? Scannen. Da ist Moni dahin. Stimmt, das wird ja angezeigt. Da vorne. Nehme ich. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Und schon ist leer die Kiste. Durchladen, spritzen. Warte mal, da vorne sind viele tot. Oft kein gutes Zeichen. Na! Ihr Flummis, ne? Oh, Wahnsinn. Das Ding haut ja richtig gut rein, die Knarre. Ula! Verflucht nochmal. Da sind immer noch viele tot. Scannen. Oh, wow, 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 wow. Verdammt, verdammt. Das war der Dicke, der auch ballern kann. Nice. Gunnerbug getötet. Gunner. So, ist hier hinten die ganze Zeit offen. Achso, wir sind schon beim Thema Raffinerie. Lass mich gehen. Na. Okay, okay, okay. Okay, danke schön, Keule. Plock. Ula, ula, ula. Wo soll denn die Raffinerie hin? Da ist noch ein Versprengter. Oh, 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 ja. Irgendwer hat da eine Wand gebaut. Aus einem guten Grund. So, können wir auch noch ein bisschen bauen. 50 Credits, das lohnt sich nicht mehr. Liefere Gas zum Ark. Da bin ich dabei. Wir drücken uns nicht. Wir wollen nicht erschossen werden. Von Michael Ironside. Der macht das wirklich. Also er sieht zumindest so aus. Wenn man das einer tot, ne? Ja. Belebt ihn wieder. Wir holen dich zurück, Mann. Wir haben die Technologie und die Kohle. Was? Ja, genau, stimmt. Hexe, gute Idee. Warte mal, hinter dir. Nice, vorsichtig. Metzel, Metzel, Metzel. Ja, wir müssen vielleicht das Messer leveln oder so. Ist das wirklich die einzige Möglichkeit, hier die Leichen loszuwerden? Das müsste man dann unten machen, an den Mauern. So, nimm es mit. Hat er genommen. Saubere Sache, Mann. Wir müssen zusammenhalten. Scannen für alle. Ja, spritzen, ja. Pack ein. Okay, Energie ist noch voll. Irgendwer ist tot von unserem Tod. Ungünstig. So hilfreich mit dem Scan. Ah! 4-4-4-4-4-4. Ula. Durchladen, gucken. Weg, 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 weg. Okay, okay. Wenn so viele kommen, einfach rückwärts. Jetpack. Das wäre ein Massaker. Ich gieße mal einen Schluck Tee ein. Grüner Tee, gepaart mit Ingwer und Zitrone. Eine Handvoll Stevia. Und dann nochmal ein bisschen trockene Ingwer rein. Ich kann gar nicht genug Ingwer bekommen. Aber die Bugs sollten mir auch die Chance geben, den grünen Tee Ingwer einzugießen. Ich muss sofort weg mit Jetpack. Denn jetzt weg, 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 weg. Und scannen. Drei. Scannen mal eine Runde. Irgendwann wird es auch so ein bisschen unübersichtlich, aber auf eine gute Art und Weise. Ich meine, das ist ein Krieg. Das ist ein intergalaktischer Krieg gegen die Feinde der Demokratie. Und da soll man ja auch nicht durchsehen. Es wäre ziemlich unrealistisch. Und jetzt wieder Gas, ne? Ja, okay. Kann man hier mehrere gleichzeitig? Kann man da helfen beim Füllen oder so? Ah! Lasst die Raffinerie in Ruhe. Sie hat euch nichts getan. Ihr Flummis, ihr. Schande. Scannen geht gerade nicht. Können wir hier bauen eigentlich? Nee, ne? Das wäre auch sehr cool. Aber da war doch bei dem anderen
So eine Spritzenkiste. Ich glaube, die kann man aber tragen. Ich meine, da schon mal einen gesehen zu haben, gesehen gehabt zu haben. Der so ein Spritzen-Dingens getragen hat. Ich habe keinen Scanner mehr. Ich sehe nichts. Ohne Scanner bin ich blind. Okay. Vorsichtig. Na, 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 Spritze 4. Bin gespritzt. Weg, 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 weg. Oh, Backe, was ist das da? Da darf ich nicht rein. Hier ist ja alles voll. Der Scanner macht alles nur noch schlimmer. 204 Schuss. Ah! Dass die Gegner überhaupt noch wissen, wen sie angreifen können und wen nicht, das ist wirklich, das ist schon KI, ne? Spritzer, ich wollte gerade noch spritzen. Keine Chance. Nothing. Wir bluten ein bisschen aus. Jetzt kann ich den Tee zumindest auch trinken. Brösterchen, der geht auf euch. Oh, nee, warte mal, ich werde wiederbelebt. Geht nicht. Weg, 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 weg. Okay, cool. Na, na, oh Gott, sag mal. Spritze ist drin. No way, no way. Mittel, ne? Wenn ich nochmal daran erinnern darf, das ist Mittel. Aber herrlich. Ja, das erfordert so ein bisschen Teamplay. Dankeschön. Aber das war die Drohne, ne? Ich gehe jetzt hier hoch. In der Hoffnung, dass ich hier... dass ich hier oben sicher bin. Glaub aber nicht dran. Aber... oh, warte mal. Wir sollen das Ding hier errichten. Dann machen wir das auch. Da kommt wer, ne? Da kommt wer. Na los, löt schon. Spritze, Spritze 5. Habe ich genommen. Weg, 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 weg. Übel. Aufhalten. Ja, genau. Ja, genau. Weg. Ah! Na, wenn einmal der Wurm drin ist. Aber da kommt jetzt so schnell keiner rüber. Aber ich werde gleich woanders wieder belebt. Aber Tee. Ja. Der gibt mir die Kraft und Energie, die ich gerade so dringend benötige. Hier auf dem Kriegsfeld von Agni Prime. Die Operation läuft Gefahr, abgebrochen zu werden. Du bist tot. Ja, aber ich werde hier wiederbelebt. Durch das Wunder der Technik. Ich bin ein Klon. Spritzen. Spritzen wären ganz cool. Aus! Ins Gefecht! Hören die auch irgendwann mal auf, die Bugs? Lassen die uns auch mal so ein bisschen atmen? Nein, ich glaube nicht. Scannen! Scannen, scannen, scannen. Übel, übel, übel. Durchladen nicht vergessen. Draufhalten. Also eigentlich ist jetzt gerade egal, wo wir hinschießen. Irgendwas treffen wir schon. Es sind sehr viele gerade. Ich komme hoch hier. Ist eine gute Idee. Eine verdammt gute Idee. Okay, das ist... es fasst genau das zusammen, worauf man nach Gucken des Films am meisten Bock hat. Auf diese riesigen Mengen von Bugs zu ballern. Das ist schon die absolute Starship Troopers Fantasy. Ich meine, ja, Helldivers, ich bin auch ein großer Fan und das geht ganz stark in die Richtung, aber das ist hier irgendwie das Original. Vom Kern her noch mal ein bisschen näher dran an dieser Fantasy. Auch wenn es technisch natürlich, wie schon erwähnt, aber nobody is perfect. Spritzen, nimm mit, nimm mit. Wären das wirklich weniger oder nicht jetzt? So, wen darf ich jetzt spritzen? Moni. Scanne ich noch. Lieber einmal mehr scannen. Okay, Hordenanmarsch. Die Mission läuft doch. Manchmal wirkt es wirklich schon verloren und dann geht's doch noch irgendwie weiter. Der Kleine kann die Mauer einreißen. Passt auf. Wirklich nur einfach dezimieren von Massen und das ist so herrlich. Also am meisten habe ich ja Kritik gehört, was die Technik angeht bei den Consoleros, aber wenn ich mir hier meine Mitspieler angucke, das sind deutlich mehr, ist vielleicht gerade nur selektierte Wahrnehmung. Moni, weiß ich nicht, ich hätte ganz gerne mehr Moni für dieses Geschütz. Ja, viele, viele Consoleros sind hier, das möchte ich eigentlich aussagen. Das wollte ich ein bisschen aufblähen mit Füllwörtern und so. Ein bisschen Geschwafel, Watchtime und so ist wichtig.
und Likes erhöhen. Aber jetzt Fokus. Absoluter Fokus. So, die leuchten schon wieder. Neon Bugs. Synthwave Bugs. Na, na, nein. Durchladen, scannen und hin und wieder Spritzen verteilen. So, ran da, da vorne. Da kommen wieder welche. Einfach mal ins Leere schießen. Du hättest ja auch Muni hinbauen sollen, aber oft fehlt dafür auch die Zeit. Wir haben Spritzen ohne Ende in der Tasche. Sehr schön. Ich check das lieber doppelt und dreifach. Das ist schon wichtig. Na, na. Du Monster, du. Plop, plop, plop. Sauber. Zerlegt man. Einfach mal zerlegt. Da hinten. Es kommen immer mehr. Schütze den Ark. Machen wir. Der möchte es scannen. Ich scanne noch, ne? Jetzt nicht mehr. Ich habe gerade aufgehört zu scannen. Bitte wieder von Anfang an. Mit dem Scannen beginnen. Kann man jetzt seinen Mitspielern Schaden zufügen oder nicht? Weiß ich nicht. 20 Schuss. Das ist nicht viel. Ein Munihaufen gehört. Ih, das ist so eine Explodrone. Oh Gott, come on. 4. Ich habe gespritzt. Alter Schwede, Mann. Da. Wer schießt hier eigentlich? Die Granaten der Bugs, ey. Hep, hoch hier. Hoch hier, habe ich gesagt. Jetpack Power, Schande. Die Kante muss ich noch besser erwischen. Das ist jetzt wieder Frame Time. Das fühlt sich nicht ganz hundertprozentig sauber an. Aber es könnte halt auch... Also entweder ist es das Frame Timing oder die Abgleichung irgendwie mit dem Netzwerkcode oder so. Dass die Position der Gegner halt nicht vernünftig an alle verteilt wird und die, also meine Mitspieler sind ja auch manchmal so am Hin und Her glitschen. Hattet ihr mir auch schon geschrieben gehabt. Ihr kennt das Problem. Oh, oh, Granate. Ja, perfekt. Na, na, na. Da war wieder wieder so eine Explomade. Verflucht nochmal. Hoch hier. Auf dem Dach. Habe ich es erwischt gehabt bei meiner Granate? Ich glaube nicht. Ich scanne sie kurz. Gescannte Gegner bekommen mehr Schaden von uns. Nein! Weg, 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 weg. Hoch, hoch, hoch. Oh, Schande, Schande, Schande. Hilfe. Ja, genau. Du hast den Granatwerfer. Du machst das genau richtig. Und der Tiger mit der Pistole. Ne? Granate im Auge behalten. Ist down. Oh, warte, Mensch. Kann ich auf dem hier reiten, zufällig? Wie Rico. Johnny Rico! Ich bin hier hoch. Ist einfach. Also ist einfach nochmal die Message oben drauf. Ja. Was ist denn das hier? Das machen die doch mit Absicht. Ein Meer aus Bugs, ey, dass das Ding hier überhaupt noch läuft. Ich glaube, ich das aufgenommen. Das habe ich, also gerade in diesem Ausmaß, in dieser Welle habe ich das noch nicht gesehen. Ich kenne ja das World War Z Game. Aber das müsste so eine Massen haben. Ich find's auch schick. World War Z macht schon okay, ne? Aber da müsste halt auch wirklich der Multiplikator der Gegner auf Nüsse gedreht werden. Aber es, irgendwie habe ich das Gefühl nie gehabt bei dem Spiel. Und Days Gone habe ich noch nie weit gespielt. Das sollte ich mal spielen. Da sollte es auch ziemlich cool rüberkommen, diese Massen an Gegnern. Oh, warte, oh, warte. Scannen, scannen. Ich habe noch einen Scan frei. Aber nur noch 63 Schuss. Ich sollte, bevor es hier irgendwie wieder alles zusammenbricht, Muni. Ja, hier, nehme ich mit. Und neue Scans haben wir dann auch. Rüber. 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 Da kommen sie wieder. Wie cool. Granate. Immer schön G drücken. Sie lädt sich erneut auf. Wir können abhauen. Wo lang? Nein, 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 nein. Wo ist denn hier bitte? Die Warnes. Die macht schon wieder irgendwelche Kunststückchen beim Einparken. Evakuierung. Jetzt. Da hinten, sag mal. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Warum sollte da einer landen, der uns abholt? Los. Spritze.
Ich hab gespritzt. Na. Bin der Erste. Scannen. Ist okay. Nice. Genau, hier noch ein paar Spritzen. Oh ja, er hat das mitgenommen. Wie gut, aber... Oh, das ist ein anderer Munispender als der große. Ach so, das ist so ein Kasten von einem Engineer oder so. Ja, von der Support-Einheit. Ich verstehe, ich muss scannen. Das ist meine Art des Supports. Also raufgehauen. Da kommt ein Tiger. Ein Tiger. Übel. Block, block. Ja. Da glänzt das Spiel. Also hier ist ein Scanner wirklich absolut notwendig. Kann der Kenner hier durchgucken? Ich schieße einfach in den Nebel rein. Nochmal scannen. Block. Extra Schaden. Da. Warrior Bug getötet. Oh, oh. Wow, wow, wow. Vorsichtig. 1,20. Manche warten schon hinten. Für die ist das zu viel. Vielleicht sind die fotosensitiv oder so. Und wollen gewisse Zwischenfälle vermeiden. Ich würde es verstehen. Na, na. Oh ja, das ist sehr wichtig mit dem Scan. Für alle. Und schon wieder mutiert hier Starship Troopers Extermination zu einem Virtual Boy Spiel. Ist auch wirklich wie 3D jetzt. 42 Sekunden. Oh Gott. Ich gehe da in die Ecke. Oh Gott, bin ich im Flugzeug? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben uns alle eingesaut. Evakuierung abgeschlossen. Nice. Dass man hier drinnen nicht salutieren kann. Oder mit zwei Moritas dual wheelen kann. Was für ein Massaker. Ach, deswegen bis zum Full Release größtenteils positiv. Die Leute haben wegen dem Status Early Access da nicht so genau hingeguckt oder waren, ich sag mal, toleranzfähiger. Aber wenn du dann halt an die 1.0 rangehst und dich nicht informierst vorher, das Spiel kaufst und dann ruckelt das wie blöde, ohne Feinjustierung und so weiter und so fort, da ist schnell mal in der heutigen Zeit generell die negative Bewertung rausgeschossen auf Steam. Gut, ja, gib es mir! Gott verdammt, endlich die Flinte. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die Flinte haben möchte. Schnell, alle Magazin. Ach so, das war doch gerade eben die Geige, ne? Die Violine aus dem Zwischencamp, die der Blonde gespielt hatte. Richtig, die neongrüne Medaille. Geige. What? Ich habe gerade nur unsere Medaillen gesehen. Die 5 Markstücken der Föderation. 10.000. Nice, sauber und nicht Bummelletzter, immerhin. Es wird langsam, aber ich bin ja auch noch ganz, ganz neu hier in dem Spiel. Lass uns gleich mal gucken, was wir noch konfigurieren können. So, aha, laden, T ist wichtig. So, wir wollen Konfiguration. Wir spielen jetzt weiter mit dem Ranger, bis wir alles freigeschaltet haben. Wir probieren sie aus, okay? Warte mal, was gibt's hier noch freizuschalten? Kompensator. Erweitertes Magazin. Also es macht schon Sinn, sich auf eine Sache zu konzentrieren und nicht ständig zu wechseln. Vielleicht sollten wir doch mehr Zeit dann auf den Karabiner setzen. Aber Flint ist halt auch cool, ne? Wenn sie dann direkt vor dir stehen. Boom! Eine Runde ausprobieren. Vielleicht ist sie ja mega gut und dann schauen wir weiter. Gut, was muss ich? Escape. Okay. Nicht das Escape. Die Pistole, die dicke ist super. Die möchte ich weiter benutzen. Finde ich ganz erste Sahne. Hilfsmittel sind keine neuen freigeschaltet worden. Granaten auch nicht. Schön. Ach ja, das Visier.
Wo bin ich nur mit meinen Gedanken? Nämlich. Nämlich. Scanbarke. Könnte hilfreich sein. Werden wir sehen. So, wir können wieder von vorne anfangen. X11. Normal. Vorsprung und Sicherheit. Bedrohungsstufe Achtung. Challenge accepted. Ich glaube auch nur der Medic kann das Ding dann auch tragen. Ne? Ich hätte auch ganz gerne Spritze gehabt. Beim nächsten Mal, okay. Oh, hat er eine Schrotflinte? Ne, er hat irgendwas anderes. Er testet gerade seine Waffe. Wir müssen dann nach vorne. Schnell. Mit dem Jetpack. Und dann scannen im Gewusel. Organisiere Nachschub und warte auf Befehle. Los! Da drüben. Militärbasis. Habe ich das sofort erkannt. Und dann hier wieder Erz reinbringen, ne? Ich glaube schon. Spritzen. Könnte Medic vielleicht hier so einen Spritzkanister aufstellen? Weiter vorwärts. Ich will zum Grün. Signalverstärker erobern. Marek alleine. Oder auch nicht. Block gescannt. Ich gehe vor. Ich bin jetzt ein Tank. Boom! Boom! Okay, alles cool. Ja. Randa! Ja, au, Backe, Mann. Die Flinte ist super. Oh, Entschuldigung. Das Nachladen kann man unterbrechen bei der Flinte. Weil es so lange geht, wäre schon doof, ne? Wenn das nicht gehen würde. Hi! Zack, und jetzt müssen wir das Ding hier halten, ne? Okay! Boom! Oh, mit einer Mega-Streuung und Teleporter-Bugs mal wieder. Aber das muss man hier einkalkulieren. Das kommen sie von allen Seiten. Na! Damit haust du bestimmt den Tiger auch weg. Die wecken den Tiger in dir und dir. Aber diesmal sind wir ja gegen den Tiger. Okay. Über die Feinheiten müssen wir auch reden. Da. Boje 4. Das durch. Oh, Entschuldigung. Ich habe noch eine. Für später, okay. Randa. Da ist schon eine Heilbarke, richtig? Ja. Block. Weggehauen. Da. Yes! Die Flinte ist super. Wir müssen alle Waffen auf Max bringen. Werden hier wiederbelebt im Kreis? Sollten wir uns für immer in diesem Kreis bewegen? Vielleicht. Gucken. Scannen. Ich glaube, hier hat schon jemand eine Scanbarke aufgebaut. Flop Money. Money. Wo ist denn die Flagge? Wo ist die Flagge, vor der man salutieren kann? Ist die hier überhaupt? Ansonsten bei Leichen. So. Organisiere Nachschub. Scanner läuft noch. Arachnoiden Bedrohungsstufe erhöht. Grenadier-Bugs entdeckt. Okay. Macht sie alle. Verflucht nochmal. Direkt durchladen. Errichtet die Raffinerie. Das Gelb. Da müssen wir doch hin, oder? Und da bis nach vorne tragen? Das ist doch da, ne? Nein. Warum ist das? Was ist das da? Du willst auch gucken, ne? Herr Wolf? Weiß ich nicht. Ich bin neugierig. Ich gehe gleich zum richtigen Missionspunkt. Da ist die Fahne, ne? Ja! Ja! Endlich das Salutieren. Ich bin nur deswegen hergekommen. Offensichtlich ist das nur der Marker für die Munition, ne? Das hätten sie uns ruhig auch sagen können. Aber du weißt ja, wie das ist, ne, Wolf? Die veräppeln die Neulinge. Und irgendwann veräppeln wir die neuen Neulinge. Kommst du, Wolf? Nicht, dass sie doch mehr lachen. Ui, hier ist... okay. Und jetzt links, bitte. Hast du noch Empfang hier unten? Ich nicht, ne? Und ich habe meine Offline-Karte nicht aktualisiert. Ja, danach ist man immer klüger. Oh, wow. Okay. Bin durchgeladen. Na. Nein. Vorsichtig. Na.
Alter Schwede, damit haust du die Gunner sogar weg. Ich bin eine Glaskanone geworden. Ich halte nichts aus, aber ich mache sie alle kalt, wenn ich dazu komme. Los! Wir brauchen Erz. Renne. Und dann scannen. Oh, die haben ja alle so schöne Banner. Wann kriege ich so einen Banner? Nach 800 Stunden oder so. Nee, jetzt trage ich erstmal kein Erz. Ich mache jetzt hier lieber eine Barke hin. Hier hin. Da fehlt noch eine. Und scannen tue ich ganz gerne. Ich scanne auch in meiner Freizeit. Ne? Verstärkung gering. Halte die Truppen am Leben, sonst wird die Föderation die Mission abbrechen. Warum schickt er keine neuen? Da! Boom! Oh, 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 ey, ey, ey. Das war ein Kollege. Nur ein Kollege. Flinte ist gut. Flinte ist sehr gut. Warte mal, da ist einer gestorben. Na! Vergiss es. Na! Oh, treffen musste aber. Ist ganz wichtig. Ist oft so bei Waffen. Reicht schon, ne? Oh, du hast überlebt. Übel. Ist der jetzt tot? Mist. Spritze habe ich keine. Aber ich kann einen Bereich bauen, wenn ich möchte. Übel. Okay, cool. Ein Schuss. Oh, der ist für dich. Warte, du. Ist der jetzt tot? Ich glaube schon. Wenn das Leben so merkwürdig aus seinen Gliedern fährt, dann sind sie oft tot. 4 von 8. Jetzt können wir auch tragen. War kaputt? Oh, Entschuldigung. Ich hab, die Granate, ne? Mein Fehler. Was los? Was los? Ihr Flummis, ihr? Übel. Übel, übel. 4 von 8. Oh, die Kleinen. Da lohnt sich doch kaum der Schrotflintenschuss. Das ist unökonomisch. Doch die Dicken. Hier. Die brauche ich. Und die muss ich auch noch treffen. Kommt da noch ein Dicker? Ich bitte euch. Das können doch nicht alle Dicken gewesen sein. 7 von 8. Da ist bestimmt schon einer unterwegs. Da oben. Block. Ich kann von viel weiter entfernt schießen. Da! Den dicken Gunner! Block! Nice! Der hält ja nichts aus. Die Besten der Besten der Besten mit Auszeichnung, Sir. Granate in das Loch. Und das ganze Gehirn weggelutscht. Ah. Ja, sieht cool aus. Oh, ich bin alleine. Ich dachte, da ist noch einer. Der wird sich das auch angucken. Block. Block. Sofort durchladen. Von rechts. Vorsichtig. Gunner. Übel. Bei den Kleinen reicht wirklich nur der äußere Rand der Streuung, aber bei den Dicken, wenn du da drauf zielst, direkt auf die Rübe, dann ist auch vorbei mit denen. Aber man muss schon treffen. Baumobiles Hauptquartier. Wir müssen zurück. Wir müssen uns mit den anderen formieren. Auch Muni. Ja, Muni brauche ich und Spritzen. Wie gibt's da draußen? Flupp. Renne, renne, renne. Die Überbleibsel eines heftigen Kampfes. Es wäre auch krass, wenn du jetzt hier so durchläufst. Vielleicht auch in so einer richtig geil inszenierten Singleplayer-Erfahrung. Du läufst dann so durch so ein Meer aus toten Bugs und auf einmal... Vielleicht auch so in so einer Alien-Isolation-Konstellation. Du bist kein Soldat. Du bist ja irgendwie ein Forscher oder so. Dann läufst du da durch und auf einmal rennt dir einer hinterher. Du flüchtest dich in so einen Lüftungsschacht. Das ist immer ein Lüftungsschacht. Das muss ein Lüftungsschacht sein. Ansonsten wissen wir Gamer gar nicht, was wir tun sollen. So, Bunker. Habt ihr an den Rand einen Bunker gebaut, dass ich ganz kurz noch rein kann? Noch nicht.
Noch eine Minute 20. Ist in Ordnung. Ich springe hier rüber einfach. Über die Mauer. Und hüpf. Na, geht doch. Du bist ein Wächter. Und du bist ein Wächter. Und da ist Wächtermuni. Mittelgut platziert. Aber was weiß ich schon. Eine Sekunde. Da ist ein menschlich gesteuertes Geschütz. Ich mach das gerne. Moni. Moni, Moni, Moni. Das wird ja natürlich nicht getrackt, ne? Als Unterstützung. Aber ich glaube, das ist das finite Nachladen oder so. Ist in Ordnung. Kannst da rangehen an die Kiste. Wobei, eigentlich müsste ich rangehen. Oh. Weil ich habe nur Nahkampfwaffen. Ich weiß auch nicht, wer das Ding da unten hingestellt hat. Vielleicht Jimmy. Oh. Na. Oh, Schande, Mann. Zu spät. Zu spät. Nein, nein, nein. Ein Turm. Einfach nur so zum Gucken. Ja, warum eigentlich nicht? Können wir noch ein bisschen... Entschuldigung. Wurde abgerissen. Nee, doch nicht. Schnell B. Ach, den ganz. Eigentlich auch gar nicht so schlecht, ne? Da kann man dann von draußen, wenn man kein Jetpack hat, auch wieder rein. Echt nicht verkehrt. Na los. Boom. Au. Oh. Auf die Distanz kann ich auch killen mit der Flinte. Das ist ja cool. Vorsichtig. Da sind wir dabei. Aber nicht, dass die Bugs jetzt hier mit der Leiter in unsere Base schleicht. Das wollen wir nicht. Boom. Boom. Durchladen. Keine Muni. Okay. Okay. Das ist jetzt mittelgut vorbereitet. Schnell, 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 schnell. Warte mal. Kurz mal helfen. Ja, kurz helfen. Und auch den Wächter ein bisschen Muni geben. Hier. Der schießt ziemlich schnell. Aber ich brauche auch richtige Muni für mich und Spritzen. Da drüben. Okay, das Symbol ist offiziell das Symbol für Geschützmuni. Aber hier. Ja, genau. Lach die mal durch. Die Kiste. Ein bisschen schneller nachladen kannst du schon. Ich glaube, da kriegen wir dann später die Fähigkeit für. Quasi das Schnelllademagazin für die Flinte. Hier, ist frei. Nehme ich. Draufhalten. Na, da hinten. Er würde sonst an der Mauer kratzen. Das wollen wir nicht. Das gibt Kratzer. Die Mauer war teuer. Die ist frisch lackiert. Frisch gestrichen. Na, 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 na. Nice. Vorsichtig. Aber du bestehst ein bisschen... Achso, du bist der Feuermaxe. Bratmaxe. Wie schön. Da fängt die Stimmung an. Ist nicht auf der Mauer gebaut, ne? Ja, weil das alles schwierig ist. Es ist glitchy, aber es lohnt sich, sich da den Abhub zu geben. Hm, warte mal. Ich mach voll. Hier. Zack. Oh, hier. Großartig. Ruf damit. Reicht, reicht. Aber man kann halt nicht so richtig geil drüber schießen. Ist oft nicht... Naja, ideal schnell zu sehen, ob man hier gegen die Mauer schießt. Aber die Funken sind oft ein Indikator dafür. Aber unterscheid mal Funken von gelben Backspritzer. Auf der... Ah! Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, da kommt ein Bug direkt auf mich zu. Also das VR und dann könnte er mich eigentlich quasi direkt wegsperren. Wow. Zerlegt. Dankeschön. Dankeschön. Immer weiter nachfüllen. Da, hier. Oh, ist das herrlich. Und das ist halt auch... Also ich habe ja auch 4 Stunden sogar sehr gerne Space Marines 2 gespielt. Und es kommt halt die Illusion auf, dass das solche Kämpfe sind. Aber das ist halt Fake, ne? Du kämpfst halt gegen deine 10, 15 Gegner, die um mich herumstehen. Alter Schwede. Und
Der Rest ist halt nur Hintergrundfekt. Das war schon beim ersten Teil auf der Xbox 360 ähnlich. Jetzt halt ein bisschen hochaufgelöster und flüssiger, je nach Plattform. Aber es war halt nicht echt. Das ist hier echt. Und das finde ich halt so viel besser. Auch wenn Space Marine innerhalb von seinem Bewegungsraum glatter poliert ist. Aber das würde ich hier auch hier auf der Konsole mit 30 FPS auf jeden Fall bevorzugen. Weil es halt echt ist, ne? Weil da hinten tut das Spiel nicht nur so, dass da Gegner kommt. Da kommt wirklich Gegner und ich sollte da auch mal hingehen und ballern. Na! Dropship! Haben wir es geschafft, oder? Ich weiß es nicht. Ich baller halt nur gerne. Ich baller einfach nur rum. Noch dem Wächter ein bisschen Muni geben. Ausgezeichnet! Da hinten. Sag mal, warum landen die immer außerhalb? Warum wollen die uns das Leben schwer machen? Ich glaube, naja, weil wir die Mission geschafft haben. Ne? Und umso weniger nach Hause kommen, umso weniger müssen bezahlt werden. Das ist es. Das ist es, ja. Ich denke, wir sind da was ganz Heißem auf der Spur. Aber die machen die Regeln. Das sind die von da oben, ne? Die oberen 10%. Ah! Hilfe! Aber ich hol mir meine Kohle mit Zuschlag. Meine 5 Mark Föderationsstücke. Ula! Meine Güte, scannen. Ich habe viel zu wenig gescannt in dieser Runde. Hier. Und hier. Block scannen. Immer schön weiter scannen. Ach, das sind... Warte mal. Das sind Scanbarken. Das sind keine Erste-Hilfe-Barken. Kann ich die wieder aufheben? Ich habe noch eine. Entschuldigung. Jetzt. 8-mal scannen. Machen wir da auch gleich 8-mal so viel Schaden. Ich will doch schwer hoffen. Boom. Alles cool. Bis ein Tiger kommt, dann haben wir ein Problem. Ah! So geil. Das müsste halt noch so ein bisschen goriger sein. Dass du halt siehst, wie deine Kollegen irgendwie zerlegt werden, wenn da so ein Warrior reinrennt. Das wäre irgendwie lustig. Aber dann kannst du die halt nicht wiederbeleben. Kannst ja nicht zusammentackern oder so. Aber wer weiß. Den Entwickler würde da schon was einfallen. Gut, okay. Block und Block. Eine ganz astreine Karte. Ich mag den Graben hier. Hier habe ich natürlich jetzt ordentlich das Nachsehen. Da hätte ich ganz gerne ein Schnellfeuergewehr. Boom! Okay, ja, ich komme. 25 Sekunden. Wir sollen einsteigen. Geschütz. Was? Geschützmoni? Warum hier? Wer konnte jetzt hier bauen? Wie macht man das? Einfach jetzt loslegen? Ich weiß es nicht. Das ist doch bestimmt ein Hack oder so. Egal. Widmen wir uns später. Ich mach mal lieber hier die Scanner, die ist voll. Ich habe jetzt die Scannergranate. Ach so. Ich verstehe. Glaube ich zumindest. Gucken wir gleich nochmal nach in der Konfiguration. Habt ihr gesehen, wir waren in dem Abteil nur zu dritt. Also wenn wir wollen, können wir die Beine hochmachen, ne, bis der Schaffner kommt. Aber psch, ich gucke in die Richtung und du guckst in die Richtung. Nice, okay. Ja, 19. Corporal, 4. Corporal. Oder Rang 4, 5, noch besser. Aufkleber, ein Affe. Nee, ich will die Schrift weiter behalten. Ich würde gerne grundlegend einfach die Farbe von meiner Rüstung ändern können. So einen weißen Helm oder so. Dankeschön. Jut. 73. Ja, bei uns Bummelletzer, leider. Aber wir spielen uns ja jetzt auch noch ein. Da sind bestimmt viele Veteranen dabei. Vielleicht die nächste Runde wieder mit dem Karabiner. Mit dem Schnelllademagazin haben wir das Ding noch nicht benutzt. Und dann schauen wir mal, was haben wir denn alles freigeschaltet? Nee, die haben wir, glaube ich. Also wir können die Scan-Granate hier einstellen, hatten wir aber nicht. Wahrscheinlich haben wir sie aufgehoben
Und wenn wir das getan haben, dann laden wir über die Hilfsmittelaufladebox auch die Scan-Granate wieder voll. Scan-Bug, ja, nee. Brauche ich nicht. Ist in Ordnung. Ich nehme den manuellen Scanner lieber, muss ich sagen. Aber da müssen wir auch immer in der Nähe sein. Von den Gegnern. Ich nehme doch mal die Scanbarke. Just give it a try. In der Hoffnung, dass sich die auch wieder auflädt. Wir wollten Karabiner mit dieser Modifikation. Munitionstyp machen wir später. Optics machen wir später. Okay. Müssen wir also noch drauflegen. Gut. Wieder was dazugelernt. Gilt das auch bei der Pistole oder? Optics. Noch ein Level. Dann geht das. Schön. Wieder zurück. Klasse ändern. Nein. Oh, warte mal. Was? Wie geht's denn noch weiter? Achso, das sind die anderen. Nein. Bleib mal hier auf Ranger, bitte. Aufkleber wäre nur der Affe. Den siehst du ja noch weniger. Nein, nein, die Schrift. Auf jeden Fall die Schrift. Und hier machen wir uns grün. Gute Idee. Das hat sicherlich keine Auswirkungen auf die Sichtbarkeit gegenüber den Bugs. Und die coolsten Sachen sind natürlich mal wieder nur DLCs. Schade, aber irgendwie müssen sie ja zu Kohle kommen. Die Entwickler. Oh, nein, das ist super. Nehme ich. Weiter. Wir wollen sie zerlegen. Wir hatten jetzt wieder X11. Wir wollen jetzt nach Valaka. Richtig. Und dann wieder Agni Prime. Das gibt's wirklich nicht hell, ne? Ist nur dunkel. Aber dann Valaka. Ein für alle Mal. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.